I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Be water, my friend. Hallo, ich bin Max Gotzler und willkommen zu einer neuen Folge hier in der Flowgrade Show. Und wenn du schon länger dabei bist, dann wird dir aufgefallen sein, es gab jetzt eine kleine Schaffenspause, in der ich nicht so viel Podcast gemacht habe. Und zwar aus dem Grunde, weil ich an meinem Buch geschrieben habe und es ist nun endlich im Lektorat. Und da wir jetzt viele tolle Podcast-Episoden angesammelt haben, haben wir uns überlegt im Flowgrade-Team, dass wir das Zuhören noch spannender machen, indem wir ein Kreuzworträtsel entworfen haben und du als Zuhörer kannst mitmachen. Und es läuft folgendermaßen ab, also wir veröffentlichen mit jeder der nächsten 12 Podcast-Episoden eine Frage und die Antwort dazu kannst du eintragen in ein Kreuzworträtsel. Dieses schicke ich dir gerne per E-Mail oder du findest es auf flowgrade.de/gewinnspiel2020. Ich wiederhole, flowgrade.de/gewinnspiel2020. Und die nächsten 12 Antworten ergeben dann ein Lösungswort und mit dem Lösungswort kannst du teilnehmen am Gewinnspiel. Und zu gewinnen gibt's eine Biohacking-Box mit einer Auswahl an verschiedensten Biohacking-Produkten, unter anderem Flowgrade-Produkten, Fremdprodukten und auch einer signierten Ausgabe meines neuen Buches, Der tägliche Biohacker. So, und heute starte ich mit einem guten Kumpel von mir, dem Nico Richter. Der war schon mal in der Show, vielleicht erinnert sich der ein oder andere schon. Und Nico ist ja, ich sage mal, der Paleo-König Deutschlands gewesen. Mittlerweile hat er sich sehr weiterentwickelt und unter anderem reden wir darüber im heutigen Podcast. Und das zentrale Thema allerdings heute ist Männlichkeit, gute Fragen stellen, systematische Lebensplanung und alles Mögliche. Also hab viel Spaß. Wir legen jetzt gleich los, würde ich sagen. Also Nico, herzlich willkommen in der Flowgrade Show. Danke Max, danke für die Einladung. Immer wieder schön hier zu sein. Genau, wir wollten ja über Fragen reden auch. Und da wir gerade auch ich mit einem Kumpel an einem Fragenset arbeite für bessere Gespräche, dachte ich mir, fange ich doch mal gleich mit einer Einstiegsfrage an, um dem Max mal so ein bisschen was zu fragen, was die Flowgrade-Leser vielleicht auch interessieren könnte. Ich verschwitze jetzt schon, das ist nicht die Lampe vor uns, das ist deine Fragen. Die Was ist aktuell deine größte Herausforderung, Max? Meine größte Herausforderung ist wirklich, meine tägliche Mitte zu finden. Mhm. Also ich tendiere dazu, du kennst mich ja, hin und wieder doch die Kerze an beiden Enden zu verbrennen. Beim Buch habe ich, glaube ich, alle meine teilweise Freunde wirklich an den Rand des Wahnsinns getrieben, weil ich einfach prinzipiell einfach oft nicht gut darin bin, Zeitabschnitte richtig einzuschätzen und so einen Rhythmus zu entwickeln, wo ich zum einen arbeite und dann noch Zeit für Freunde habe. Oft ist es dann entweder oder. Und das ist tatsächlich so, ja, meine größte Herausforderung gerade. Ja, das kann ich bestätigen. Ich glaube, Max hat uns seit anderthalb Jahren des Öfteren abgesagt, weil er gesagt hat, ah, ich mache diese Woche jetzt mein Buch fertig. Diesmal aber wirklich. Und ich glaube, das war vor einem Jahr das erste Mal. Aber jetzt ist es soweit und deswegen bin ich auch mega froh, dass Max das Buch endlich abgegeben hat und hoffe, dass es kein drittes geben wird. Nee, also jetzt erstmal auf keinen Fall. Und ja, ich bin wirklich, also ich freue mich sehr drüber. Ich habe ja auch zeitweise wirklich zu kämpfen gehabt, es fertig zu machen, weil hatte ich dir auch öfters erzählt, dass bei mir so dass dieses ja, Hochstapler-Syndrom dann präsent wurde, okay. Wo ich einfach gedacht habe, ich kann den Leuten, ich kriege es ja selber nicht auf die Reihe, so eben, und wie kann ich denen jetzt Ratschläge geben? Und einen guten Tipp, den ich dann bekommen habe, war, ich besitze ja nicht die Idee, sondern die Idee besitzt mich. So. Mhm. Ich bin eher der Fackelträger für diesen Flowgrade-Lifestyle. Und als ich das so verinnerlicht habe, dass ich gesagt habe, ich muss eigentlich auch gar nichts richtig machen, weil ich habe diese Vision, diese Idee, wie es laufen kann und hin und wieder schaffe ich es, so wie der Surfer, der auf dem Brett steht. Und eigentlich will ich ja mit den Lesern aber auch in einen Prozess gehen, wo ich nicht von oben herab mit der Deutungshoheit den Leuten sage, wie sie leben sollen, ja,
sondern Vorschläge mache und gerne auch Feedback bekomme und von denen lerne oder sage, also dann höre von Lesern, die sagen, das hat für mich gut funktioniert, das hat nicht so funktioniert, hey, probier doch mal das aus. Und also diesen ko-kreativen Prozess mit dieser Selbststudie, was das Buch letztendlich geworden ist, den mit den Lesern zu beginnen, da freue ich mich jetzt drauf. Ja, absolut. Ich meine, du hast da völlig recht. Es geht nicht darum, absolute Wahrheiten zu verbreiten, sondern den Leuten Inspiration zu bieten. Und wenn du das in einem täglichen Biohacker dann irgendwie schaffst, den Leuten quasi kleine Punkte zu setzen, was sie mal ausprobieren können in ihrem Leben, um zu gucken, was hängen bleibt, ist das super wertvoll. Ich meine, das machen wir in unserem Leben eigentlich nie anders. Also wir hören Sachen, schnappen Sachen auf, in Unterhaltung, im Social Media, im Fernsehen, im Internet, wo auch immer, und denken, das könnte uns helfen, auf dem Weg irgendwie glücklicher zu werden, mehr uns selbst zu ruhen, fitter zu werden, gesünder zu werden. Und wenn uns das mit uns resoniert, dann probieren wir es aus, und was hängen bleibt, bleibt hängen. Und was nicht hängen bleibt, fliegt wieder. Und das ist einfach, glaube ich, für mich auch in den letzten Jahren der Weg gewesen, einfach Dinge auszuprobieren, um zu gucken, was funktioniert für mich. Und einfach zu akzeptieren, Menschen sind unterschiedlich. Und ja, also andere Menschen brauchen wiederum anderen Input, um dahin zu kommen, wo sie sich wohlfühlen. Da sind wir gleich beim Thema, Nico, weil du hast ja für mich, also zum einen bist du ja wirklich auf der einen Seite ein Vorbild, auf der anderen Seite Inspiration und dann jemand, ja, der mir sehr verbunden ist, einfach als Freund. Und du hast eine ganz spannende, eigentlich auch jetzt der Lebenswandlung gemacht. Du bist vor kurzem Papa geworden, mhm, und von einer kleinen Tochter und hast jetzt ja dein Leben gestaltet, wo andere sagen würden, boah, der lebt ja, das ist ja paradiesisch. Also in der Natur, wenig Stress, du kümmerst dich sehr um die Familie, kochst viel, gehst viel wandern, verbringst viel Zeit in der Natur. Aber es war ja auch nicht immer so. Du warst ja eigentlich, als ich dich kennengelernt habe, eben, wir haben vorhin gescherzt, mein erster Eindruck von dir war ja High Performer, so absolut schauen, was geht. So, wie war diese Wandlung jetzt über die letzten Jahre von jemandem, der halt wirklich super ehrgeizig da in der Geschäftswelt vorangegangen ist, auch wirklich mit der Fackel. Du warst, wie gesagt, die wichtigste und größte Palio-Seite in Deutschland, bis also jetzt, wo du wirklich viel runtergefahren hast und andere Prioritäten gesetzt hast, kannst du mir so die Geschichte so ein bisschen erzählen? Ja, also super gerne. Wenn ich zurückblicke, so vor 10 Jahren, meine Anfangszeit im Berufsleben, so in der Startup-Szene von München, wo es eigentlich nur darum ging, viel und hart zu arbeiten und viel Party zu machen und auf den großen Exit hinzuarbeiten, den man mit irgendeinem Startup nochmal machen möchte, hat man sich irgendwann ja stark gewandelt, weil man irgendwie gemerkt hat im Leben, man hat irgendwie gewisse Herausforderungen, gewisse Problemchen, die man angehen möchte, also von gesundheitlicher Fitness etc. Und dann einfach, wie ich vorhin schon gesagt habe, Dinge, die einem über den Weg laufen, ausprobiert und gesehen, was sie einem bringen und wie sie einem helfen können. Und eins von den zentralen Themen war definitiv diese ganze Paleo-Geschichte, also die Paleo-Ernährung und der dazugehörige Lifestyle, der mich dann 2012 heimgesucht hat, beziehungsweise über auch einen guten Freund aus England ja, inspiriert hat. Und dann habe ich das ausprobiert und gemerkt, dass es mir und meiner Gesundheit irgendwie richtig gut tut. Und haben den Blog gegründet und die Kochbücher geschrieben und dann nach und nach diesen Lifestyle, also quasi zu schauen, wofür ist der menschliche Körper eigentlich gemacht, also aufgrund von der Evolution etc., von unserer Natur, und was tut uns gut, und also sowohl von der Ernährung her als auch von dem gesamten Lifestyle, also Schlaf, Stressmanagement, Beziehungen, Bewegung, alle möglichen Bereiche nach und nach durchleuchtet. Und das war für mich ein Einstieg einfach in diesen ja, natürlichen, ein bisschen nachhaltigeren Lebensstil, wo ich gemerkt habe, okay, das tut mir und meinem Körper gut. Und dieses Hinterherhechen nach diesen extern gesetzten Zielen ist nicht unbedingt das, was ich machen möchte. Und haben dann, glaube ich, mit Paleo auch viele Menschen erreicht und viele Menschen diesen Lebensstil inspiriert. Und genau, also wie das war ein Beginn einer langen, langen Reise, die irgendwie wahrscheinlich auch nie aufhören wird. Und ich bin heute immer noch dabei, ich ernähre mich immer noch zu großen Teilen Paleo, auch wenn wir viele Sachen angepasst haben, viele Dinge ausprobiert haben, wie vorhin auch schon erzählt. Also manche Sachen blieben hängen, manche Sachen blieben nicht hängen, auch viel im Biohacking-Bereich, also von Kaltbaden über Meditation, über Atemtechniken. Also ist auch alles in meinem
Potpourri von Lifestyle-Tipps und Lifestyle-Hacks irgendwie vorhanden und habe auch alle schon mal gemacht und versuche auch Sachen regelmäßig einzubinden und habe eben gemerkt, was für mich funktioniert und was nicht. Und habe dann relativ schnell gelernt, die Prioritäten für mich rauszukristallisieren, also was mir als Mensch gut tut. Und dazu gehört eben Leben in der Natur, weil ich auch ein bisschen stressanfälliger Mensch bin, der dann schnell in dieses Rad gerät, wo man halt irgendwie aus diesem Hecheln nicht mehr rauskommt und immer extern Zielen oder auch eigengesetzten Zielen hinterher rennt. Und sich dann ein bisschen rauszunehmen, zu sagen, okay, ich ziehe jetzt ein bisschen raus aus der Stadt, gehe in Natur, baue mir vielleicht einen Lifestyle auf, wo ich Freunde öfter sehen kann, wo ich Freizeit habe, auch die Natur zu genießen, Zeit habe für Familie und all diese, ja, die Werte, die mit der Zeit immer wichtiger geworden sind für mich. Und ich kann heute sagen, ich bin in einem, ja, in einer Verfassung, wo ich sage, ich fühle mich wirklich wohl, ich bin glücklich, aber erkenne natürlich auch irgendwie für mich an, dass wir nie am Ende unserer Reise sind. Die geht immer weiter. Man wird sich immer weiterentwickeln. Man wird immer neu auf der Suche sein. Das Leben ist eine unendlich lange Suche und wir werden nie ankommen. Und jeder von uns Menschen kämpft mit seinen eigenen Problemchen. Und das anzuerkennen und demütig zu sein, ist irgendwie so eins von diesen zentralen Elementen, die mich im Moment prägen. Und dann einfach zu schauen, dass man das Beste aus der Zeit hat, die man hier hat. Ja, das wäre jetzt nämlich gleich meine Frage hier, weil du bist ja auch noch junger Kerl und ich kann mir vorstellen, dass wenn du jetzt überlegst, wenn ich jetzt nichts ändere über die nächsten 10 Jahre, irgendwann wird es ja wohl auch langweilig so. Also genau das hast du jetzt gerade schon angeschnitten. Du bist schon daran interessiert, vielleicht auch nochmal größere Änderungen vorzunehmen. Also das ist jetzt sozusagen nicht so, oh, wir bleiben jetzt so wie wir gerade sind für die nächsten 30 Jahre. Ich glaube, das kann man nie sagen. Also ich glaube, wenn man mir vor 10 Jahren gesagt hätte, wie ich heute lebe, hätte ich mit dem Kopf geschüttelt. Von daher, man weiß nie, was das Leben bringt. Ich bin aber positiv, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dass ich ein paar Werte mir, was ich gegeben habe oder entwickelt habe, die mich auf dem, im Leben begleiten und irgendwie auch grundlegend zufrieden machen. Dazu gehören Familie und Freunde und Natur und eben auch so ein bisschen, ein gesenktes Stresslevel. Aber dennoch ist das Leben immer so ein Tanz, auch ein bisschen auf dem Messerschneide zwischen Entspannung und zwischen Herausforderungen. Ich glaube auch gerade unser Persönlichkeitstyp Max ist auch dafür gemacht, ab und zu mal wieder diesen externen Input zu suchen und die Herausforderungen zu suchen, neue Sachen auszuprobieren, sich vielleicht neue, Hobbys oder Sportarten oder Projekte zu suchen, um sich ein bisschen selber auch zu herauszufordern und zu challengen und zu gucken, wo die eigenen Grenzen liegen und da zu erkennen, was jetzt vielleicht nicht Grenzen sind, die mich überfordern, aber vielleicht Dinge sind, die mich ja auch weiterbringen und die meinen Horizont erweitern und einfach Sachen ausprobieren. Ich möchte Sachen kreieren, ich möchte weiterhin Menschen inspirieren irgendwie durch meinen Lebensstil, durch die Fragen, die ich stelle, durch wie ich vielleicht vorangehe, ob es jetzt, Hunderttausende sind über irgendeine Webseite oder einfach nur ein paar ausgewählte Freunde, die ich irgendwie, mit denen ich viel Zeit verbringe und wir uns austauschen und hinterfragen und gegenseitig auch ein bisschen inspirieren können, ist völlig offen. Ich glaube, solange man mit dem ganzen Herzen dabei ist und irgendwie seine Dinge immer voller Überzeugung macht und sich selber treu bleibt, wird man immer Menschen irgendwie inspirieren, die dann auch wieder rausgehen können und ihren Teil in der Welt beitragen können und andere Menschen berühren. Ja, ich habe ja ein paar tolle Erinnerungen. Also das kannst du einfach, tolle Events organisieren. Ohne ins Detail zu gehen, aber das mit Konrad war legendär. Und wir hatten da ja wirklich schon einige, also für mich auch wahnsinnig tolle Leute kennengelernt. Und da hast du ja auch jetzt eben nach der Paleo 360-Zeit das in ein Modell entwickelt, es nennt sich Make It Count, für einen super coolen Namen auch, also so jeder Tag zählt, so nach dem Motto, und organisierst in dem Rahmen regelmäßig Events, im kleinen Rahmen, natürlich, jetzt kam die Corona-Zeit, da war alles ein bisschen problematischer, allerdings besonders diese kleineren Events sollten ja in naher Zukunft wieder möglich sein, und kannst du aber nochmal vielleicht die Philosophie von Make It Count erklären, was genau das Projekt ist für diejenigen, die es jetzt noch nicht kennen. Ja, sehr gerne. Also erstmal vorweg, also Paleo 360 gibt es noch, also die Website läuft noch, ist noch aktiv und wir versuchen sie noch ein bisschen zu pflegen. Aber dennoch haben sich unsere Interessen und vor allem auch mein Interesse immer weiterentwickelt. Und ihr habt ja auch eine Angestellte, die sich ja
Genau, wir, also Anja ist nach wie vor super in der Community aktiv, Michaela macht auch noch viel. Ich habe mich ein bisschen mehr zurückgezogen, aber versuche auch noch meinen Teil beizutragen. Aber wir haben während unserer Nomadenzeit, wir waren ja zwischendurch 4 Jahre Reisen, so ein bisschen gemerkt, dass das Thema Gemeinschaft und Gesellschaft und Freunde uns total wichtig sind und uns auf Reisen auch so ein bisschen gefehlt hat, dieses Thema irgendwo anzukommen und leicht mit Leuten irgendwie befreundet zu sein oder sich auszutauschen können über Themen, die dann irgendwie wichtig sind oder jemand spannend findet. Und darauf basierend ist irgendwie Make Account entstanden, als wir zurückgekommen sind von diesen ganzen Reisereien, mit dem Ziel, Menschen zusammenzubringen, die sich über Themen austauschen wollen, die vielleicht nicht alltäglich sind. Also ich glaube, jeder, der hier bei Flowgrade zuhört, kennt das, dass man öfter jemand ist, der Sachen gerne hinterfragt, aber von dem Umfeld mal ein bisschen belächelt wird, weil man Sachen halt irgendwie anders macht und ausprobiert und irgendwie komisch ist. Ne? Warum duschst du jetzt kalt oder warum trinkst du jetzt Butter im Kaffee oder was auch immer, ne? Und das hat mich heute fast wieder geärgert. Da habe ich leider noch kein so dickes Fell, aber heute habe ich eine Podcast-Bewertung auf iTunes zufällig gesehen, wo eine Kundin schreibt, die hat mir 2 Sterne gegeben, weil der Max alles, einfach alles gut findet. Podcast. Und da dachte ich, warum ist das jetzt schlimm? So, warum? Und eben, weil ich das eben in ihrer Meinung nach nicht alles cool finden sollte und so. Und da dachte ich mir auch, warum muss die das dann öffentlich bewerten? Das kann sie mir doch in einer privaten E-Mail schreiben. Aber das war wieder nur so, du kannst es nie allen recht machen, sogar wenn du alles cool findest oder Sachen, also begeistert bist für Sachen, dann gibt es trotzdem Leute, die finden deine Begeisterung nicht cool. Ja, genau. Ja, also wie gesagt, und ich glaube, wenn man so jemand ist, der auf der Suche ist, dann hat man öfter mal mit dem Thema zu kämpfen, dass in seinem direkten Umfeld, jetzt in seiner Stadt etc., nicht unbedingt die Menschen vorhanden sind, mit denen man sich ständig irgendwie auf diesem Niveau oder Level austauschen kann, ohne das irgendwie werten zu meinen. Und genau für diese Art von Menschen, die so ein bisschen suchen und sich austauschen wollen mit Leuten, die eben genauso offen sind, interessiert sind wie sie selber, haben wir halt dieses Make-Account gegründet, mit dem Ziel, auf der einen Seite über Themen reden zu können, auch digital, die uns bewegen. Also wir schreiben Blogposts ab und zu. Aber vor allem auch auf Events zusammenkommen. Und diese Events halt im kleinen Rahmen an ausgewählten, wunderschönen Orten veranstalten und ja, was weiß ich, 10, 15, 20 Leute einladen, die dann gemeinsam ja nicht nur gute Zeit verbringen und nicht nur Spaß haben, sondern eben auch ja, sich gegenseitig inspirieren, also Workshops anbieten, ob es jetzt zum Thema Bewegung ist oder einfach zum geistigen Wachstum oder spirituellen Wachstum oder einfach Wildnis-Skills. Wir gehen in den Wald und mit einem Wildnistrainer und lernen Feuer machen und so ein bisschen einfach ausgewählte Events, die ja, Menschen dazu inspirieren, über den Tellerrand zu blicken, aber gleichzeitig eben auch die Gruppe intern so ein bisschen näher zusammenrücken lassen und den Austausch fördern zwischen den Mitgliedern. Der Max war nämlich auch auf unserem, ich glaube, allerersten Event ja. Dabei vor 2 Jahren, glaube ich. Das war wirklich super. Das war außerhalb von Berlin auf einem Hof. Und wir haben zusammen, also für alle, die sich einfach mal vorstellen wollen, wie sowas abläuft, also es war eine Gruppe von Leuten, ja, teilweise kannten wir uns, Simone Koch zum Beispiel. Die habe ich dort kennengelernt, stimmt. Und noch ein paar andere, mittlerweile Simone Koch, enge Freundin und die schon mehrmals im Podcast auch gewesen. Und die lustigste Erinnerung war, der Heiko war dabei. Und der Heiko hat ja auch für Flowgrade bereits mitgeholfen, also ist eine Marketing-Experte und der kam mit. Und das Beste war, der wollte einfach das Yoga nicht mitmachen. Und der wollte das aber irgendwie nicht zugeben. Und dann waren wir gerade auf dem Weg draußen, auf dem schönen Hof. So. Und ich sage, ja, Heiko, wollen wir zusammen das Yoga mitmachen? Und alle waren schon in dem Raum drin. Und er so, ja, ja. Und dann gehen wir hin und ich gehe in die Tür rein und er geht einfach dran vorbei. Und ich schaue ihm noch nach und er geht einfach in den Wald. Und ist verschwunden. Und dann musste man danach so lachen, weil auch er dann, weil das so eine bizarre Situation war. Auf jeden Fall, es war einfach eine tolle, positive Gemeinschaft. Jeder konnte eben mitmachen bei den angebotenen Workshops oder nicht. Einige haben gearbeitet und andere haben einfach nur ja, miteinander Spaß gehabt. Ich habe einen Podcast dann aufgenommen mit der Simone in der Hängematte, weiß ich noch, da. Und es ist ganz toll für alle diejenigen, die mal Lust haben, das dann mitzumachen, sobald es wieder möglich ist. Genau. Können wir gleich mal erwähnen, makeitcount.co, glaube ich, ist es, gell? Genau. Habt ihr Instagram eigentlich auch? Nee, wir haben uns aktiv dagegen entschieden.
Finde ich eine ganz spannende Sache. Ich bin ja immer zweigeteilt und ich muss sagen, ich habe immer noch keine ganz klare Meinung dazu. Ich habe jetzt wieder angefangen, weil ich denke, man kann halt schon die Philosophie darüber sehr gut präsentieren. Aber ich neige auch dazu, wieder mich hineinziehen zu lassen. Ja, klar. Also ich sehe auch ein, das ist dieses Klassische, ne? Man kann Social Media nicht per se schlecht machen. Das ist mit Sicherheit, hat seine Herausforderungen für jeden. Ich selber halte Abstand davon und konsumiere eigentlich wenig bis gar kein Social Media. Kann aber absolut verstehen, dass es für Unternehmen und Projekte, die wachsen wollen, auch ein absolut wichtiger Kanal ist. Und wir haben uns erstmal dagegen entschieden, wir gesagt haben, wir wollen auch mit Make Account erstmal einfach ganz klein und einfach nur so ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda wachsen, weil ich meine, die Events sind auch nur begrenzt groß und wir haben jetzt kein Business-Model dahinter, was irgendwie viele Menschen braucht oder sowas. Von daher ist es erstmal per se für uns ein kleines Hobby, wo wir Menschen zusammenbringen, wo wir denken, die können sich gegenseitig inspirieren und wir vor allem selber dabei extrem viel Spaß haben. Also wir machen auch nur Events, wo wir auch selber mega Bock drauf haben. Also dieses Wildnis-Event ist daraus entstanden, durch diese ganze Paleo-Geschichte und dann noch einen Schritt natürlicher werden, noch einen Schritt mehr zurückgehen zu den Wurzeln und das mal ausprobieren, wie es einfach ist, so ein bisschen im Wald zu leben und selber seine Kräuter zu sammeln und sein Feuer zu machen und über dem Feuer zu kochen und draußen zu schlafen und zu meditieren. Das war so ein großer Wunsch. Und ja genau, das Ziel von Make Account ist dementsprechend einfach diese Events den Leuten auch anzubieten und damit zu inspirieren. Und jetzt das nächste Event, was wir jetzt nach der Corona-Krise, wenn sie denn hoffentlich bald jetzt auch langsam zu Ende geht, veranstalten werden, ist auch zusammen mit Max ein Männercamp, was ja für mich schon seit einem guten Jahr ein Herzensprojekt ist, was ich auf die Beine stellen wollte und jetzt endlich zum Tragen kommt, genau. Jetzt musst du sofort gleich mal erklären, Männercamp, was da entstehen bestimmt einige Bilder bei Leuten. Also zum Ersten vielleicht nochmal ganz kurz, was ist genau, also wie kann man sich das vorstellen? Und das Zweite, dann ja, wie, und da sind wir dann gleich beim Hauptthema eigentlich heute, Männlichkeit und moderne Männlichkeit. Was bedeutet es, ein moderner Mann zu sein? Denn darum geht es auch bei dem Event. Aber wie kann man sich das vorstellen, was genau ist ein Männercamp? Genau. Also ich kann da mal kurz ausholen, wie das entstanden ist überhaupt. Auf dem Wildnis-Event letztes Jahr hatten wir mal so eine Situation, wo wir gemerkt haben, okay, genau, der Max macht kurz das Licht wieder heile. Also auf dem Wildnis-Event vor einem Jahr haben wir so ein bisschen gemerkt, dass die Interessen doch unterschiedlich sein können. Also es ist jetzt ein bisschen plakativ vielleicht dargestellt, aber es war wirklich so. Kräuter sammeln wurde angeboten und alle Frauen haben sich gemeldet, haben sich sehr begeistert gezeigt, dass es jetzt ansteht. Und die Männer waren so ein bisschen, habe ich gesehen, in ihren Gesichtern eher so, ja, medium begeistert. Und dann dachte ich mir, okay, Jungs, komm, wir machen ein Männerprogramm und machen einfach ein bisschen Action und gehen eine Runde ringen. Haben wir so einen kleinen Ring aufgebaut, haben uns ein bisschen, was ich auch überhaupt sonst nie mache, irgendwie Kampfsport oder sowas, und einfach so ein bisschen versucht wegzudrängen und ein bisschen einfach, ja, ein bisschen mal die Energie rausgelassen und das Testosteron rausgelassen und es war irgendwie ganz witzig und das fanden nicht nur wir cool, sondern irgendwie die Frauen fanden es auch total angenehm und cool, dass wir auch mal unserer inneren Natur folgen können. Und das klingt jetzt auf den ersten Blick so ein bisschen, boah, total stumpf und männlich und roh und plakativ, aber im Endeffekt war das nur der Anstoß zu denken, okay, vielleicht kann man den Männern entweder auf Tageweise oder mal so ein ganzes Event den Raum geben, unter sich zu sein, um sich halt komplett, ja, so auch mal entfalten zu können, über Dinge zu reden, über die man sonst nicht redet vielleicht, über auch Probleme im Alltag zu reden, aber auch mal irgendwie tief zu gehen und seine Rolle zu verstehen, seine männliche Energie zu spüren und zu gucken, okay, was ist eigentlich meine Rolle als Mann in der Gesellschaft, in meinen Beziehungen mit meinen Mitmenschen, mit meiner Freundin, Frau, Partner, Partnerin. Und das ist, ich glaube, wir erfüllen heute mittlerweile so viele Rollen in unserem Leben, also ob es quasi Geschäftspartner ist, also alleine zum Beispiel in meiner Beziehung, ne? Wir sind nicht nur verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter, sondern wir sind auch noch irgendwie Geschäftspartner und das alles in deinen Hut zu bringen, erfordert schon eine relativ viel Reflexion, glaube ich, von dem, was quasi, wer du bist und was deine inneren Antriebe sind und deine inneren Wünsche. Und ich glaube nicht alle, aber einige davon hängen auch mit dem Geschlecht zusammen. Und
Dementsprechend ist es jetzt ein Versuch, das mal auszuprobieren. Quasi 5 Tage in den österreichischen Alpen mit einem wunderschönen ja, Retreat, Berghaus, Co-Living Space. Einfach ja, 15, 16 Männer zu versammeln, die auch so ein bisschen über unsere Netzwerke kommen, wo wir sagen, okay, cool, die passen da rein, die sind offen, die haben Lust, sich inspirieren zu lassen, die haben Lust, sich selber zu hinterfragen, die sind offen dafür, auch an sich zu arbeiten, aber auch gemeinsam Spaß zu haben und sich irgendwie ja, Tipps abzuholen von anderen Männern. Und dafür werden wir den Raum bieten. Also du bist dabei und Konrad und Karl sind dabei, unsere Freunde aus Berlin, mit denen wir das gemeinsam machen, wo jeder auch so verschiedene Inputs reinbringt. Der Max natürlich viel zum Thema Biohacking und dieses Thema Hormongleichgewicht und quasi ja männliches Hormongleichgewicht etc. Aber auch das Thema Workout und Sport und Fitness und das Körperliche ist halt männlicher Flow ist ein Riesenthema, genau. Und dann haben wir jemanden, der das Thema, was weiß ich, Meditation und Atmung abdeckt und einen Coach dabei. Und all diese Inputs sollen halt helfen, uns so ein bisschen ja, näher an uns ranzuführen, an unsere Männlichkeit damit in Kontakt zu bringen. Und wir werden jetzt nicht nur Baumstämme durch die Gegend schmeißen und irgendwelche Kriegstänze machen, sondern ich glaube, wir werden uns viel mit uns selber beschäftigen auch und versuchen dann da rauszugehen als ja, besserer, vollständigerer Mann, der dann auch mit seiner Umwelt und seinen Mitmenschen mehr im Einklang ist und denen das geben kann, was, zu was er in der Lage ist auch. Ja, also ich finde es eine super schöne Idee, deswegen habe ich mich dann ja auch sofort bereit erklärt, das auch zu unterstützen und dabei zu sein, weil also mir gefällt es und du hast es auch so schön formuliert in einem Text, finde ich, dass es geht ja dann darum, den Partnern, ich will gar nicht sagen den Frauen, sondern generell den Partnern, einen kompletteren Mann zurückzugeben. Ja. Und ja, diese beiden Komponenten, weil eben heute ist es, verschwimmt es eben auch oft so viel. Ich meine, vielleicht kannst du sogar ein bisschen erzählen jetzt von deiner Rolle gerade. Ich meine, du bist ja schon eher in so eine Mischung gegangen, wo du auch viel klassische Sachen übernimmst, die in unseren Familien von unseren Eltern eigentlich die Frau übernommen hat. Also du kochst für die Familie oft, du kümmerst dich ums Kind und so. Ich sage jetzt mal, es hört sich wirklich dumm an, die Frauen werden sich ohrfeigen wahrscheinlich jetzt teilweise. Aber wir sind halt so aufgewachsen. Ich meine, meine Mutter war immer da zu Hause, hat sich um uns gekümmert. Mein Vater hat morgens seine Krawatte zurechtgerückt und ist ins Büro gefahren und kam spät abends wieder. Und du bist auch so aufgewachsen, würde ich sagen, oder? Und genau, aber also die Frage ist nur, ob du das manchmal spürst, diesen Konflikt mit diesen Werten oder mit diesen Erfahrungen aus der Kindheit, wie ein Mann zu sein hat und das, was du jetzt heute übernimmst. Ja, spannende Frage. Wir sind ja doch alle nur die Produkte unserer Kindheit, nicht wahr? Oder oft zumindest. Ich glaube, man kann schon viel ausbrechen, genau. Ja, genau. Also ich bin auch so aufgewachsen, ähnlich. Mein Vater war auch stark berufstätig, meine Mutter war auch berufstätig, aber trotzdem war sie mehr wahrscheinlich da für mich als mein Vater. Auch wenn das, also ich bin in einer sehr heilen Zuhause aufgewachsen. Aber ich glaube, das ist jetzt genau die richtige Zeit, solche Strukturen aufzubrechen auch. Ne? Also ich bin also auch absolut Befürworter, dass es überhaupt keine Rollenbilder gibt. Also wie gesagt, ich habe mit meiner Frau ja auch sehr lange gleichberechtigt an den Projekten gearbeitet, die wir gemeinsam nach vorne geschoben haben. Mit dem Glück, dass sie eben selbstständig waren und uns sehr viel einteilen und flexibel aufteilen konnten. Von daher stehe ich eigentlich gar nicht im Konflikt, weil ich glaube, ich durch dieses Hereinspüren auch gemerkt habe, was mir wichtig ist. Und dieses Thema Familie und meine Frau, meine Tochter irgendwie glücklich zu sehen und auch wirklich zu sehen und Zeit zu haben, ist für mich ein großer Wert und einfach ein absolutes wichtiges Element in meinem Alltag. Und von daher wäre es für mich jetzt keine Option, jeden Morgen früh um 7 mit einer Krawatte in die Arbeit zu fahren und abends um 8 nach Hause zu kommen, weil ich dann erstens von meiner Familie relativ wenig hätte und zweitens, dass auch nicht mein Verständnis von dem Arbeitsleben übereinstimmt, was ich habe. Und dementsprechend bin ich auf jeden Fall also kein klassischer Mann im Sinne von unserem patriarchalischen Männerbild aus dem 20. Jahrhundert. Aber ich glaube, ich habe mir gewisse Bereiche rausgesucht, wo ich irgendwie auch Mehrwert leisten kann zu Hause und im Haushalt.
Aber dennoch, klar, spüre ich ab und zu, dass die Ideen und Unterschiede und Wünsche zwischen Mann und Frau divergieren. Also ich habe dann schon öfter aktuell auch noch den Drang, neben Familie und Freizeit und Freunden auch noch dieses Thema Projekte und Herausforderungen und Selbstverwirklichung so ein bisschen unter einen Hut zu bringen oder auch auszuleben. Und was ich gewinne, auch neue Projekte zu starten, neue Events zu veranstalten, Menschen zu inspirieren. Und ich glaube, das ist vielleicht nicht intrinsisch männlich, aber das ist so eine maskuline Essenz, die es gibt. Ne? Die gibt es oft in Männern, die gibt es ab und zu auch in Frauen. Und deswegen ist es auch überhaupt nicht zu pauschalisieren. Aber ich glaube, mir ist die drin und die sorgt dafür, dass ich halt mir auch gerne Herausforderungen suche und gerne Neues ausprobiere und jetzt vielleicht nicht 10 Wochen am Stück nur zu Hause bin und nur irgendwie Familie und Haushalt mache, sondern zwischendurch auch immer die Impulse brauche, ob es jetzt ist, am neuen Projekt arbeiten, was Neues veröffentlichen, ein neues Event veranstalten, spannende Freunde treffen, auch mal in Männer, quasi exklusiven Männerrunden, im Sinne von, dass, was ich nur 3, 4, 5 Kumpels zusammenkommen und sich austauschen. Und das gibt mir wiederum Energie und Ausgeglichenheit und die gute Laune, nach Hause zu gehen und wieder der Mann zu sein, der ich sein will für meine Familie und irgendwie auch voll da zu sein und präsent zu sein und nicht immer zu denken, ich wäre jetzt lieber gerne woanders. Was ich hier spannend finde, ist, dass, also viel von dem scheint jetzt von dir zu kommen. Mhm. Und kommt denn hin und wieder auch der Impuls aber von der Michaela, also von deiner Frau, wieder mal so ein klassisches männliches Bild abzugeben? Hast du die Erfahrung auch? Ja, ich denke schon. Also wie du auch sagst, ich glaube, man muss aufpassen aktuell, wie man es formuliert, weil man natürlich auch leicht in irgendwelche Fettnäpfchen tritt. Und ich verstehe auch, dass viele Frauen darauf ja ein bisschen sensibel reagieren, weil halt die Gesellschaft in den letzten, was weiß ich, Jahrzehnten, Jahrhunderten einfach sehr stark maskulin geprägt war und irgendwie uns viele Vorteile verschafft hat. Und dennoch glaube ich, dass der Unterschied zwischen ja, männlicher und weiblicher Energie einfach da ist und diese weibliche Essenz schon einen Mann sucht oder einen Partner sucht, der ihnen auch ein bisschen sagt, wo es lang geht. Also jetzt nicht im Sinne von ich bestimme, sondern einfach, wo man sich fallen lassen kann. Ne? Und das ist wie immer keine pauschale Aussage, die nicht für jeden gilt, aber so was ich ob es gelesen habe oder auch aus Beziehungen meiner Freunde und Familie sehen konnte, ist, dass es eine Beziehung harmonischer ist, oft oder auch länger hält, wenn eine gewisse Polarität da ist. Also wenn man sich nicht komplett angleicht, sondern irgendwie auch die unterschiedlichen Fähigkeiten und Energien und so weiter betont. Und es ist überhaupt keine Wertung dabei, was besser und was schlechter ist, aber ich glaube, dieser Wunsch auch von den Frauen aufgefangen zu werden und dass der Mann auch bestimmt, wo es lang geht, ist ja, kommt schon öfter vor und kann auch dazu führen, wenn du der Frau zeigst, dass du sie ja ohne Bedingungen liebst und einfach da bist, ist das eine unglaubliche Fähigkeit, die du an den Tag legen kannst. Und damit kannst du auch viele Sachen auflösen einfach. Ne? Wenn du selber nicht, quasi auch bei Konflikten, nicht in den Widerstand gehst und nicht versuchst, das auszudiskutieren, sondern einfach den Partner, die Partnerin mit einfach bedingungsloser Liebe überschüttest quasi, wenn sie denn da ist. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel zu vielen Beziehungen, auf jeden Fall. Bedingungsloser Liebe, das hört sich fantastisch an. Ich habe vor kurzem das Buch empfohlen bekommen, ich habe es noch nicht gelesen, Die 5 Sprachen der Liebe, kennst du das? Wo es eben, ich glaube, eines ist zum Beispiel halt kleine Geschenkchen machen, Komplimente machen, bestätigen auch. Ich bin mir ganz sicher, ich habe es noch nicht gelesen. Aber gibt es für dich etwas, also was du gefunden hast, was sehr gut funktioniert? Also ich merke ganz oft, was nicht funktioniert. Also es ist ja immer so, ne? Also man kann immer viel schlau daherreden, ne? Das machen wir ja auch gerne, gerade im Podcast. Muss auch dazu sagen, dass man ganz oft selber überhaupt nicht seinen eigenen Ansprüchen gerecht wird. Und ein klassischer Fehler von mir ist einfach dieses Thema, alles versuchen zu rationalisieren, ne? Irgendwie meine Frau legt mir ein Problem dar oder eine, was ich etwas, über das sie unglücklich ist, und ich versuche gleich mit Lösungen zu kommen und gleich irgendwie alles zu rationalisieren und sagen, nee, das kannst du doch machen und das kannst du doch machen und wir machen jetzt hier einen Termin und dann machen wir das und das, und das ist in meinem rationalen Kopf der nächste logische Schritt. Aber was am Endeffekt viel besser funktionieren würde, wäre, sie einfach in den Arm zu nehmen und sagen, ich verstehe dich und ich fühle dich und ich bin bei dir und das
Das schaffe ich leider viel zu selten. Wenn ich es denn mal schaffe, dann ist es eigentlich das Beste, was ich machen kann. Weil dieses Rationalisieren, da ist diese männliche und diese weibliche Sprache zwischen uns, die ist da, hat da irgendeine Blockade. Und das klappt einfach nicht. Und von daher ist das so eine Sache, die gut funktioniert. Genau, das Einfühlen und einfach in den Arm nehmen und da sein, dieses mit Liebe überhäufen quasi, anstatt zu rationalisieren. Und das andere ist das Thema Loben, worin ich auch sehr schlecht bin. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob es irgendwie an meiner Einzelkinderziehung oder dass ich irgendwie generell so ein bisschen dieses Selbstständigen-Syndrom habe, dass ich über Lob eigentlich nicht funktioniere, sondern irgendwie so ein bisschen intrinsisch motiviert bin. Und dass zumindest meine Frau, aber auch, ich glaube, viele andere Menschen mit der weiblichen Energie auch von Lob nicht abhängen, aber zumindest von Lob positiv beeinflusst werden können und dass man anerkennt, was sie leisten quasi auch und was sie tun und was sie für Ideen haben und weil das wirklich ein absolut essentieller Teil unserer Gesellschaft ist und ich glaube, zumindest meiner Frau bedeutet es viel, wenn ich sie lobe und von daher könnte ich das noch öfter machen, als ich es aktuell mache. Das heißt, wenn man dir so zuhört, dann muss man ja schon sagen, wie du gerade schon gesagt hast, uns gelingt es nicht immer, aber das ist also für mich bist du schon so ein bisschen der Prototyp von einem modernen Mann, wie es funktionieren kann, sehr reflektiert und sehr wohlwollend. Und das Manko, was du gerade auch meintest, ist eher, dass du zu viel versuchst, Probleme zu lösen und zu rationalisieren. Also es könnte ja so ein Bild sein eben von einem modernen Mann. Und gleichzeitig eben nochmal zurückzukommen auf dieses Männercamp, vielleicht eben diesen Teil erlauben in einem Umfeld, der dann nicht unbedingt provoziert. Also ich könnte mir auch vorstellen, ich weiß nicht genau, ob wir da dieselben Erwartungen haben, aber das ist so ein Männercamp, wenn Frauen vielleicht doch von außen oder ein Mäuschen an der Wand wären und dazusehen würden, dass die sagen würden, oh meine Güte. Aber dass es gleichzeitig eben so ein Ventil sein könnte, so ein Safe Space. Ja, hundertprozentig. Wo einfach mal sagen kann, ah, ich darf wieder. Genau. Also was da passiert, wird doch nie in die Außenwelt gelangen. Nein, also das ist, ich meine, klar, dieses Thema Reflexion und irgendwie in sich gehen und sich quasi selber verbessern wollen und sich im Gespräch austauschen, ist so der eine Aspekt, glaube ich. Der andere Aspekt ist natürlich mal so ein bisschen diese Energie, die man halt auch ausleben. Also ich glaube, gerade dieses Reflektieren und zu gucken, wer bin ich eigentlich, klappt vor allem erst, wenn wir uns mal richtig ausgepowert haben. Ne? Ob das über Sport ist, oder eine Wanderung oder mal eine Atmung oder vielleicht auch mal einen Weinabend oder was auch immer oder mal eine Tanzsession oder wir kämpfen mal eine Runde oder was auch immer. Also wir fallen da tausend Sachen ein. Eine riesen Liste an möglichen Aktivitäten, die viel zu lang ist, um in diesen 5 Tagen umzusetzen. Da müssen wir uns fokussieren. Aber ich glaube, da wird auf jeden Fall viel Energie im Raum sein, da wird viel passieren. Und ich glaube, es wird auch eine Menge gelacht werden, weil das habe ich eben für mich auch erkannt, so in den letzten Monaten und Jahren, dass dieses Thema Humor und Lachen einfach auch ein essentieller Teil ist von mir und mit anderen Menschen und Freunden einfach Spaß zu haben und das Leben zu genießen und nicht alles zu ernst zu nehmen. Klar, auch an sich arbeiten zu wollen irgendwie, aber ansonsten einfach im Moment zu sein, die Gesellschaft zu genießen, die Gemeinschaft zu genießen und einfach eine richtig geile Zeit zu haben. Ja, das glaube ich auch. Also da glaube ich, brauchen wir uns auch keine Sorgen machen. Zumindest nicht bei dem Event. Also ich wollte jetzt auch nochmal nachschauen. Ich habe ja so eine E-Mail bekommen, die hatte ich dir ja weitergeleitet. Ich werde ja für die Stefanie bei einem Online-Kongress also mit Frauen tatsächlich über das Thema Männlichkeit sprechen. Und die hatte da ein paar ganz gute Fragen drin. Und da wollte ich jetzt nochmal ganz kurz reinschauen, ob ich dich da eine noch fragen kann. Ja. Mach das mal. Max sucht ja in seinem riesen Bücherstapel. Das ist immer faszinierend bei Max zu Hause. Der hat gefühlt alle Bücher zum Thema Gesundheit und Biohacking und Selbstverbesserung. Und also ich lese noch ein paar Titel vor, die ich auf den ersten Blick sehe. Flow und Boundless und die Kraft des Lichts, Biohackers Handbook, Principles, The End of Illness, The Mind-Body Code. Also hier ist so wie so eine Bibliothek für das gesunde, selbstoptimierte Leben. Max, hast du diese Bücher alle gelesen? Ja. Nein, nicht klassisch, aber ich habe, glaube ich, zumindest einen Teil von allen gelesen. Also wie ich oft Bücher lese, ist, dass ich eben mich eigentlich auch mal wirklich mitten ins Buch begebe. Also einfach mal aufblätter und schaue, ob ich irgendwas finde, was gerade meine Aufmerksamkeit irgendwie reizt.
oder auch mal ins Inhaltsverzeichnis und einfach mal hinten anfange, irgendwie zu lesen auch. Und das interessiert mich oft auch, wie der Autor das Nachwort formuliert. Also wie er den Leser verabschiedet und was er jetzt sagt, was der in diesem Buch erfahren hat und so. Und da kriegst du oft schon einen ganz guten Eindruck davor. Und das heißt, es ist schon so eine moderne Art, glaube ich, ein Buch zu lesen. Nicht mehr so klassisch von vorn bis hinten, sondern hin und wieder quer. Und ich habe auch diese Eigenart, dass ich mir oft die Bücher in drei Versionen kaufe. Also die Papierversion, Kindle und Hörbuch. Und zwar höre ich es dann im Auto, dann lese ich es nach im Buch. Und wenn ich dann zum Beispiel schreibe als Autor, dann suche ich mit der Suchfunktion über Kindle die Keywords. Und das hat sich echt bewährt. Oder oft mache ich dann auch so einen Quercheck, dass ich zum Beispiel 5 Werke habe zum Thema Schlaf und ich will wissen genau, was jetzt jeder von den Autoren über Melatonin sagt. Und dann schaue ich eben mit dieser modernen Leseart über Kindle dann schnell nach. Das finde ich echt eigentlich ganz angenehm. Und ja, über Hörbuch, ich höre halt viel, weil mittlerweile ist es halt, wenn du unterwegs bist, so es ist einfach eine super Gelegenheit, um sich so ein bisschen berieseln auch mal zu lassen. Und das genieße ich. Und da, ich spule, wenn ich ein Buch gut finde, ich höre mir das wirklich manchmal genau zweimal hintereinander noch an. Also, dass ich die Geschichten verinnerliche und mich an die erinnern kann und die nochmal erzählen kann und so. Also ja, deswegen zu deiner Frage, zumindest teilweise. Ja. Ich finde es sehr inspirierend auch. Also es ist immer so, Bücher hier stehen zu haben, finde ich schon cool. Vor allem, wir da auch sehr viele plakative Titel dabei haben. Ich bin oft zu geizig und kaufe mir dann nur die Kindle-Version. Oder auch zu minimalistisch. Das ist eh so eine, wahrscheinlich so eine Krankheit unserer Zeit, ne? Dieses Minimalismus, was sich eh nur die Leute leisten können, denen es so gut geht. Auf jeden Fall, Max kann ich sagen, er ist definitiv kein Minimalist. Er liebt auch gerne ein bisschen Kram und gerne Bücher und von daher, das macht ihn auch total sympathisch, finde ich irgendwie. Also von daher so ein bisschen entgegen dem Strom. Also es ist ganz spannend. Also ich habe jetzt hier die Thematik des Kongresses und da kann ich ja gleich ein bisschen Werbung machen für die Stefanie auch. Und zwar heißt das Mannsein heute Discovery Journey auf www.mannseinheutealleszusammen.com und da veranstaltet sie einen Kongress für viele tausende Frauen zum Thema, was bedeutet es, Mann zu sein? Also ehrlich gesagt, so ein bisschen, was wir mit dem Männercamp machen, genau. Aber für Frauen. Und ich schaue gerade noch mal in die Fragen rein, die sie mir da geschickt hat. Wie können Frauen mehr Verständnis, Freude, Wahrhaftigkeit für und mit Männern erleben? Ich glaube, definitiv, wenn sie den Männern ihren Raum geben, ihren Leidenschaften und Interessen nachzugehen. Also es geht nicht darum, dass man die Männer jetzt einfach jedes Wochenende fortschickt und dass sie ihren Hobbys frönen können, aber dass sie, wenn sie es mal brauchen, ab und zu einfach ihren Freiraum bekommen, um Dinge zu machen und ausprobieren, nach denen ihnen der Sinn steht, um sich da so ein bisschen ja, geistig, emotional, mental auszutoben. Um dann wieder quasi voller, ja, erfrischten Geist und voller Liebe zurückzukommen. Weil ich glaube, also mir geht es jedes Mal so, wenn ich extra unterwegs bin, keine Ahnung, wenn ich irgendwo mit Freunden essen war oder wenn ich auf einem Workshop war oder auf einer Konferenz und so weiter und dann nach Hause komme, dann ist meine Liebe für meine Familie immer noch viel größer, als sie eh schon ist, wenn ich zu Hause bin. Und ich glaube, diese Freiheit und quasi ab und zu mal, also nicht immer nur die Zeit verlangen, sondern eben auch die Präsenz, weil ich glaube, dass ich 4 Stunden einfach wirklich da sein und präsent sein und voll im Jetzt sein, ist viel wichtiger als irgendwie 5 Tage am Stück 100% die ganze Zeit immer nur anwesend zu sein, aber nie im Kopf wirklich da zu sein. Und dementsprechend ab und zu mal so ein bisschen loslassen, um dann den Mann wieder von alleine zurückkommen zu lassen quasi. Zum Beispiel für die Frauen, dass sie ihre Männer aufs Männercamp lassen. Richtig, genau. Nicht nur lassen. Die Frauen profitieren ja auch davon, weil sie bekommen ihren Mann, wie gesagt, vollkommener zurück, genau. Genau, also hinschicken. Was ich in der Hinsicht auch noch ganz interessant finde, es hat mir eine Freundin vor kurzem berichtet, die mit einer Therapeutin zu tun hatte, die trainiert war in dem Bereich Internal Family Systems, glaube ich, heißt diese psychologische Strategie. Und da geht es darum, dass man verschiedene Rollen
dass wir alle verschiedene Rollen übernehmen, teilweise wirklich viele Hunderte, ich glaube sogar, es kann wirklich viel werden. Und es geht fast in die Richtung, dass jeder von uns zu einem gewissen Grad schizophren ist. So. Also wir haben alle Persönlichkeitsmerkmale, die sich kombinieren können. Und dann zum Beispiel, dann gibt es den ängstlichen Nico und dann gibt es den Beschützer-Nico und dann gibt es den Haut-drauf-Nico und den Partylöwen und so weiter. Und das, also alle von diesen Persönlichkeiten, die müssen nicht, aber die dir wichtig sind, die kannst du pflegen und die kannst du hin und wieder hervorholen, wenn sie sinnvoll sind. Also was ich auch bei mir zum Beispiel gemerkt habe, ich habe ganz starke Protektoren, nennt man die. Ja. Also so Beschützer eigentlich. Auch noch diesen Jähzorn, den hatte ich als Kind sehr stark, den kann ich mir, also der kommt immer weniger heraus, aber das ist wirklich so ein Protektor. So der jähzornige Max, wenn der sich bedroht fühlt irgendwie, dann kommt eben diese Persönlichkeit raus und die beschützt mich so ein bisschen. Mhm. Die kennst du auch, ja. Und hier jetzt in Bezug auf Männlichkeit könnte ich mir eben auch vorstellen, dass man, also mich hat das enorm befreit, das so zu sehen. Und dann sage ich, ich bin nicht jähzornig, ich habe nur diesen Protektor in mir, der hin und wieder hervorkommt und dem kann ich eigentlich auch danken, weil der hat eine Funktion erfüllt lange. Mhm. Und jetzt kann ich ihm auch sagen, hey, ich brauche dich jetzt nicht mehr so oft. Jetzt, ich habe andere Methoden, ich habe Techniken entwickelt, besser damit zurechtzukommen. Und so könnte man es ja zum Beispiel auch sehen als Mann, dass ich sage jetzt, ich kenne dich ja auch zum Beispiel als Beschützer so von der Familie. Der kommt manchmal raus. Das ist auch immer beeindruckend eigentlich zu sehen. Also stellst du dich wirklich vor die Familie, so wie der Löwe. Und dann wiederum hast du aber auch diese sanfte Seite, wo du eben genau dich sehr also fürsorglich bist und ruhig und dass du eben diese verschiedenen Rollen annehmen kannst. Ja. Und mein Gedanke eben in der Hinsicht ist, das so zu sehen, dass das total in Ordnung ist, mal als Mann auch so die vielleicht weiblichere Rolle anzunehmen, dass ein Teil von einem ist, aber das dich eben nicht definiert. Und dann zu sagen, wenn der Löwe, wenn der Beschützer rauskommen muss, den dann hervorzuholen. Richtig, genau. Also absolut. Ich meine, das ist ja dieser Luxus, den auch du in deinem Job hast, dass es auch viel darum geht, zu beobachten und zu messen, wie du es ja auch machst als Biohacker, und zu reflektieren. Also quasi, sowohl im Gesundheitsbereich als auch in dem ganzen emotionalen Bereich. Ne? Wie verhalte ich mich? Und dann später wir die Möglichkeit haben, durch was ich Meditation oder Gespräche oder was auch immer für Techniken es gibt, für sich herauszufinden, in welcher Rolle war ich eigentlich gerade oder welche Verhaltensweisen habe ich an den Tag gelegt und woher kommen sie vielleicht sogar, vielleicht kann ich ja Muster entdecken, die sich in meiner Kindheit oder Jugend oder alten Beziehungen manifestiert haben und die jetzt immer wieder rauskommen, wenn ich irgendwas mache oder getriggert werde von irgendwas. Und irgendwie das zu erkennen und quasi zu beobachten im ersten Schritt und dann quasi, sobald es destruktiv wird, versuchen abzustellen oder umzuwandeln in andere Verhaltensweisen. Das ist unglaublich mächtig, glaube ich. Und ich finde es auch cool, dass du diesen Weg eben auch gehst und wie viele Menschen eben auch versuchst, an sich irgendwie zu arbeiten, an diesen Sachen, an diesen negativen Charaktereigenschaften, die vielleicht manchmal rauskommen und andere Menschen irgendwie verletzen oder negativ beeinflussen. Es ist ja eben so, dass du dich teilweise gar nicht wiedererkennst. Ich kann mir vorstellen, dass es vielen oft so geht, dass du sagst, warum habe ich da jetzt so komisch reagiert? Genau. Und oder also es kann sein, dass man eben total in die Aggression geht oder manchmal in die gegenteilige Haltung, also ganz ängstlich und schüchtern reagiert und im Nachhinein denkst du dir, warum und so. Und das war dann so dieses Muster, das du halt als Kind vielleicht wirklich mal kennengelernt hast, um mit einer Situation umzugehen. Und eben, also unser Eins hat den Vorteil, dass wir uns viel damit beschäftigen können auch. Und das dann erkennen und dann, das ist der erste Schritt. Wenn du es dann erkennst, dann kannst du es verabschieden auch hin und wieder. Und das ist dann ein super Gefühl. Dann bin ich genau wieder beim Biohacking, wo eben dieses so in die eigenen Hände nehmen und sozusagen mit dem bisschen Kontrolle unseres Bewusstseins, das wir über unsere Unterbewusstsein haben, jetzt erkenne ich das Muster und jetzt so, nee, brauche ich dich gerade nicht, vielen Dank. Aber ich gehe damit jetzt anders um. Genau. Und ich glaube, auch wenn man das ab und zu macht und ab und zu mal gemacht hat über irgendwie, Anleitung, Coachings, Meditation und so weiter, dann ist man öfter in der Lage, das im Alltag auch mal zu wiederholen und zu sagen, ich zoome mal kurz raus und gucke von oben auf mich drauf und was machst du da eigentlich gerade und welche Verhaltensweise ist das? Und wie gesagt, es ist ganz oft klappt es nicht, ne? Und ganz oft sieht man sich dann im Nachhinein irgendwie, boah, was hast du denn da schon wieder gemacht, ne? Oder wie hast du denn da schon wieder dich verhalten?
Und deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, solche Sachen wieder zu reflektieren, sich aufzuschreiben eventuell, um mal ab und zu mal reinzugucken, was sind eigentlich die Sachen, die ich für mich rausgefunden habe und wie kann ich in Zukunft eventuell daran arbeiten, um diese ja, besser in den Griff zu bekommen. Ja, Nico, wenn jetzt einer gerade zuhört und denkt, ich hätte jetzt Bock, meinen Mann auf das Männercamp zu schicken oder ich will gerne dahin, wo ist die Anlaufstelle? Ja. Genau, also das läuft ja über Make It Count, also makeitcount.co. Ich glaube, Max wird es natürlich auch in den Shownotes verlinken, wie er es immer so gerne macht. Genau, da gibt es Informationen zu uns, aber natürlich auch zum Männercamp, einfach bei Events schauen. Und genau, einfach mal, ihr könnt erstmal Interesse bekunden, wir können nochmal telefonieren, wer Lust hat. Und genau, dann, da werden, glaube ich, die meisten Fragen beantwortet. Also genau. Vom 19. bis zum 23. Oktober, das ist in der Nähe vom Achensee in Österreich. Also wie gesagt, so ein wunderschönes, altes Heustadel umgebaut zum Co-Living Space. Das ist einfach, also die beste Location, die ich je gesehen habe. Deswegen musste ich es auch reservieren. Und genau. Da habt ihr auch alle Infos zu den Mitveranstaltern, zu Max und Konrad und Karl. Und ja, ich würde mich freuen, von euch zu hören, also von euch als Männern oder von euch, liebe Frauen, für eure Männer. Und genau, ansonsten gibt es ja auch noch einen Newsletter vom Make-Account, wenn wir auch ab und zu mal wieder was reinschreiben und ein paar von unseren Fragen teilen, die wir in Zukunft noch weiterentwickeln werden für gute Gespräche. Ja, von daher freuen wir uns da auf den Kontakt mit dem einen oder anderen. Ja, super. Und jetzt, um das Gespräch abzuschließen, ich weiß, du hast noch ein paar Fragen mitgebracht, weil der Nico arbeitet gerade auch an einem richtig coolen Projekt und zwar, ja, was mit Fragen zu tun hat. Ich habe auch einige von seinen Podcast-Fragen, von meinen Podcast-Fragen von Nico bekommen, für die ich immer sehr viel Lob bekomme. Und vielleicht, bevor wir anfangen, ein paar Fragen zu stellen, Nico, was ist für dich eine gute Frage? Also wie kann jemand vielleicht herausfinden oder vielleicht auch die richtigen Fragen finden. Gibt es da so Kriterien für dich? Also ich glaube, es ist stark kontextbezogen, auch mit wem man zusammen ist und wem man eine Unterhaltung führen will oder eine Frage stellen will. Wir haben jetzt quasi, also bei dem Produkt, was wir jetzt kreieren wollen, darauf geachtet, dass die Fragen dazu anregen, Verbindungen zu schaffen. Also quasi, dass man Menschen in Gespräche verwickelt, die die zwischenmenschlichen Beziehungen stärken. Und da gibt es so ein, zwei Kriterien, die, glaube ich, relativ wichtig sind. Wir haben zum Beispiel vermieden, Fragen zu stellen über fremde Dritte. Also wir werden jetzt nicht fragen, wer hat dich in deinem Leben stark beeinflusst, weil dann kommst du eventuell in, was ich, in unendlich lange Geschichten rein von Leuten, die ich nicht kenne und die mich nicht interessieren. Dann schalte ich irgendwann ab und werde irgendwann müde und schlafe irgendwann ein. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir wollen, dass die Menschen was über sich preisgeben oder über unsere Beziehung quasi in der Partnerschaft, ne? Also oder auch über Ängste, ne? Das Thema Ängste, sich verletzbar machen, ist ein riesengroßes Kriterium. Also wenn ich eine Frage stelle oder ich mich selber auch in der Antwort verletzbar mache und von mir meine Schwächen preisgebe, dann ist die Runde oder der andere wiederum auch bereit, von sich mehr preiszugeben. Also du setzt den Ton der Unterhaltung, auch mit der ersten Frage. Und das ist auch so ein wichtiges Kriterium. Ich habe übrigens, das war noch, ich habe ein Buch ja auch über Fragen stellen geschrieben und bin auf einen Stanford-Professor gestoßen, Bernard Roth, der hat nochmal zwei Kriterien genannt und die gehen eigentlich genau einher mit dem, was du gerade gesagt hast. Das eine war authentisch, also wirklich aus Interesse Fragen stellen, nicht nur, weil so ungefähr, ja, und was machst du so, genau, sondern wirklich sich versuchen, erst zu interessieren und dann die richtige Frage zu stellen. Und das zweite war generativ. Und damit meinte er, also ich übersetze es jetzt aus dem Englischen, einfach generative, was bedeutet, dass die Frage in sich eine Weiterentwicklung hat. Also es gibt keine eindeutige Antwort, sondern sie hat Entwicklungspotenzial. Genau. Ein Beispiel könnte sein, so wie ist das Wetter heute, wäre eher nicht generativ oder wie viel Temperatur hat dieses Zimmer? Da gibt es eine klare Antwort. Genau. Und eine andere wäre eben, ja, da sind wir eigentlich gleich bei deinen Fragen, aber welchen einen Gedanken würdest du gerne, das sind eine meiner Lieblingsfragen. Genau, der Menschheit einpflanzen. Ja. Weil das bringt erstmal die andere Person zum Überlegen. Ja. Und also es beinhaltet das Potenzial, generativ zu sein. Also absolut, genau. Wir haben auch versucht zu vermeiden, diese also klassische Ja-Nein-Fragen oder Entweder-Oder-Fragen, wo du nur einen Satz oder ein Wort Antwort machen kannst, weil das ist irgendwie ein bisschen langweilig für Unterhaltung.
Genau, bei diesen generativen offenen Fragen muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu offen stellt, weil wenn dann der Gegenüber erstmal stundenlang nachdenken muss, dann reflektieren muss, dann ist es auch mal ein Problem. Also da gibt es diese Fragen, die sich vielleicht fürs Tagebuchschreiben eignen oder sowas. Ne? Von daher ist so ein bisschen diese Balance schwierig, die wir auch versuchen hinzukriegen. Ich kann ja mal so einfach mal random eine Frage tippen. Was ist für dich zu ernst, um darüber Witze zu machen? Boah. Einige Sachen. Ich würde auch sagen, es kommt auf, ist natürlich auch wieder kontextabhängig. Ich habe gerade gedacht, wenn deine Frau da wäre, dann gäbe es sicherlich andere Themen, die ich nicht anschneiden würde, aus gemeinsamen Erfahrungen. Und also wir sind wahnsinnig eng befreundet, deswegen das vorab, aber wir können uns auch wahnsinnig gut streiten. Und da würde ich zum Beispiel definitiv nicht über Feminismus. Ja, oder Deutschrap. Echo-Verleihung. Das wären Tabuthemen. Ja. Und dann generell würde ich sagen, also was ich, wo ich jetzt wirklich mittlerweile schon vorsichtig geworden bin, ist, also besonders auch mit meinen Freundinnen, da habe ich schon viel dazugelernt, nicht wirklich dieses in Schubladen versuchen zu denken und besonders, wenn es um Identitäten geht. Mhm. Also da eher wirklich auf das Individuum mich beziehen und dann keine Pauschalurteile fällen. Und das ist definitiv so eine Sache, wo ich vorsichtig bin, dass das, okay, das geht jetzt nicht in die Richtung. Ansonsten ist eigentlich für mich, ich denke, was ein Thema ist, das ich lange nicht wirklich angeschnitten habe, was aber relevanter wird und wo ich auch merke, Leute wollen eigentlich drüber sprechen, ist das Thema Sexualität. Ja. Und das erst seit kurzem eigentlich, wo ich auch jetzt Podcast-Folgen dazu aufgenommen habe, weil wir beim Thema Mann sind. Ich finde es wirklich, also das Thema Testosteron zum Beispiel, ja, ist für, ich habe ja auch so ein Experiment mal gemacht, dieses Wolverine-Experiment vor ein paar Jahren und so, aber ich habe gemerkt, also das ist so was, wo wirklich du Männer den Wind aus den Segeln nehmen kannst, wenn du ihre Männlichkeit in dem Sinne bedrohst. Und wenn dann zum Beispiel, ich hatte dann einen Vortrag gehalten bei einer Konferenz, wo es eben darum irgendwie ging, ob jemand schon Erfahrungen hatte mit irgendwie niedrigem Testosteron oder sowas. Und das war echt so, wo ich gemerkt habe, das ging nicht. Man konnte da nicht hin, ja, unter Männern. Und der Grund war, es hat die Männlichkeit bedroht, weil das Thema Testosteron mit Männlichkeit noch so eng verankert ist, mhm, in vielen Köpfen. Das war jetzt eine spannende Erfahrung, wo ich gerade dran dachte, die sehr gut zu dem vorigen Thema passt. Ja, klar. Ich glaube, das Thema mit Witze ist auch immer schwierig, weil das ist so individuell. Jeder Mensch hat irgendwie seine verschiedensten Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht, die ihn auch vielleicht negativ beeinflusst haben. Und dann sind bestimmte Themen einfach wirklich tabu. Und von daher, und man weiß vorher nie, was bei diesen Menschen bestimmte Erinnerungen oder Sachen triggert. Von daher gibt es bestimmte Bereiche, die man vielleicht meiden sollte, wenn man die Person noch nicht so gut kennt. Aber das ist, glaube ich, auch wirklich höchst individuell. Next question. So, ja, mal ein bisschen tiefer rein, Max. Die Tiefenpsychologie hier. Was möchtest du in deinem Leben dringend verändern? Ja, also da, wo du ja schon Vorbild bist, also ich möchte schon Familie haben. Ich denke zumindest, dass ich das will. Manchmal denke ich mir, so nach Freud, will ich das wirklich? Oder ist es ein externer Gedanke, den mir einfällt? Ja, genau. Aber ich denke schon, dass ich das will, ja. Und das ist sowas, wo ich auch eigentlich schon viel hinarbeite. Auch merke ich auch bei der Auswahl meiner Podcast-Gäste teilweise, eben Veit Lindau zum Beispiel. Wir beide natürlich auch. Aber diverse Leute, die ich eingeladen habe, aus dem Grunde, weil ich so ein bisschen mehr auch in der Hinsicht über mich erfahren wollte. So was blockiert da? Das ist halt so ein Thema. Also ich finde, Beziehungen ist halt so unglaublich vielschichtig, und das ist so eines der Sachen wirklich in meinem Leben, wo ich einfach
das Gefühl habe, da bin ich noch weit nicht irgendwo in der Nähe von, wo ich hin will. Mhm. Und bei anderen Sachen, wo ich viel mehr bei mir selbst schon irgendwie bin oder wo ich da im Reinen bin, ja, würde ich sagen. Ja, spannend. Schöne, ehrliche, authentische Antwort. Max, was bleibt von dir, wenn du mal tot bist? Spannend. Also da würde ich auch gerade, habe ich ja Feuer gefangen, auch für den Bruce Lipton, diesen spirituellen Zellforscher, der das Buch geschrieben hat, Biology of Belief. Und der das ja so beschreibt, dass das Bewusstsein ist sozusagen unendlich von der Menschheit an sich. Und wir haben irgendwie jetzt die Erlaubnis, das mal irgendwie über dieses kurze Leben in dieser biologischen Form wahrzunehmen. Also ich bin generell immer offen auch für alles Mögliche und für alle anderen Gedanken und für auch Matrix-Gedanken und so weiter. Und dennoch, also wenn ich jetzt wirklich denke, so in diesem Irdischen, dann denke ich immer an diese Memen. Das Wort hat mir mal ein Philosophiekumpel von mir gesagt, dass eigentlich Gedanken sind, die du in anderen einpflanzt, die du in deinem Leben einfach der Welt mitgegeben hast. Wie zum Beispiel, Butterkaffee ist lecker. Zum Beispiel. Oder viele andere Sachen. Es gibt ja diesen schönen buddhistischen Spruch, so lebe jeden Tag, als ob du die Welt verändern könntest und lache darüber, wenn es dir wieder nicht gelingt. Schön. Und das finde ich irgendwie so eigentlich einen schönen Gedanken. Und in der Hinsicht so, manchmal klappt es vielleicht so. Manchmal hast du wirklich so einen Impuls oder du inspirierst jemanden und der hat einen positiven Einfluss. Und das ist dann auch durch dein Wirken, dein Wesen geschehen. Und ich glaube, das hat jeder einzelne Mensch, egal wo der lebt und wie der lebt, diese Chance, eben dieses Schlagen des Schmetterlings, das einen Orkan auslöst, Phänomen. Daran glaube ich. Und das glaube ich auch, das wird bestehen, solange die Menschheit weiterläuft. Ja, nee, also Max, ich glaube auch, dass du definitiv in deinem Leben viele Menschen berühren wirst und dementsprechend auch von dir viele Memen und Gedanken und Ideen und Werte überdauern werden, auch wenn du mal tot bist, weil du deine Mitmenschen, glaube ich, schon mit deinem Lebensstil und deinem Enthusiasmus sehr geprägt hast, von daher. Aber krasse Frage, Nico. Ja, so, dann machen wir nochmal eine Abschlussfrage. Genau, jetzt werde ich. Jetzt hat sich das Blatt gewendet. Hast du eine Frage, also quasi auch eine Abschlussfrage quasi, hast du eine Frage, die dir auf dem Herzen liegt und auf dem Herzen brennt quasi? An uns, an mich, an unsere Freundschaft, an die Welt, an deine Leser? Also die Frage wäre eigentlich, schaffen wir es so als Gemeinschaft, also in den nächsten Jahren, diese nächste Bewusstseinsstufe mal so kollektiv zu erreichen? Okay. Durch die modernen Technologien, also wirklich die irgendwie für unsere Zwecke einzusetzen. Also ich denke, weil das ist ja alles, also wir verteufeln ja auch immer viel davon, wie gesagt, von Social Media oder auch Virtual Reality und dieses Licht in den Augen und das kann ja nicht gesund sein und so. Und gleichzeitig, glaube ich, hat es schon so Möglichkeiten, es hat ja Einfluss auf die Neurotransmitter und die Hormone und es kann Leute in andere Bewusstseinszustände und wir verstehen das besser und jedes Jahr schneller so. Und jetzt wurde ja auf einmal auch diese Sessions, wo Leute nach Peru fliegen und Ayahuasca machen. So, das Gefühl hat es in den letzten Jahren enorm zugenommen und irgendwie mehr und mehr Leute machen solche Erfahrungen. Und meine Frage wäre jetzt, ohne jetzt eine Antwort irgendwie zu erwarten, so, aber ist es möglich, wirklich vielleicht da kollektiv wirklich so eine neue Stufe des Bewusstseins zu erlangen, die sich positiv auf die gesamte Menschheit auswirkt und die vielleicht wirklich transformativ ist. Ja, und vor allem, was könnten die Schritte dahin sein, das zu erreichen? Ne? Ist es wirklich nur Technologie oder ist es, wie du auch sagst, keine Ahnung, irgendwelchen Pflanzenmedizin oder ist es Meditation oder irgendein weltveränderndes Ereignis, was irgendwie stattfinden kann oder wird? Und ich meine, wir hatten ja mit Corona jetzt auch so ein bisschen mal so einen kleinen Trigger irgendwie, wo man gemerkt hat, dass es alles ziemlich fragil ist und dass ziemlich viel passieren kann und dass es irgendwie, man schon den Eindruck hatte, dass es zumindest kurzfristig mal dieses ganze Tempo so ein bisschen runtergefahren wurde und
Von daher, ja, bin ich auch, also es ist eine super spannende Frage, finde ich. Und gibt es mit Sicherheit, wir können mal in 20 oder 30 Jahren den nächsten Podcast aufnehmen und gucken, was sich so getan hat in allein unseren Bewusstseinszuständen, aber auch in den Bewusstseinszuständen oder quasi der, ja, dem Zustand der Welt und der Gemeinschaft durch Technologie und ja, politische Ereignisse etc. Von der ich bin auch sehr gespannt. Ja, nee, also wahnsinnig viele spannende Sachen, die wir auch in unserem Bereich, also ich finde es ja auch toll, immer das den Leuten präsentieren zu dürfen. Jetzt, da denke ich an den James Hart, der auch schon Podcast war mit dem Neurofeedback, der ja auch so eine Vision hat, wirklich das, irgendwie das Bewusstsein der Welt zu verändern. Also ja, spannend, was da alles noch kommt. Ich habe trotzdem das Gefühl, ich müsste dir jetzt noch eine Frage stellen, Nico, weil die allerletzte Frage für heute. Darf ich? Klar, ha, das würde mich jetzt tatsächlich interessieren, Nico. Welches Thema könntest du langsam mal hinter dir lassen? Ja, ich glaube, bevor ich vorhin auch schon kurz so gesprochen habe, dieses Thema, ich glaube, Widerstand, habe ich in den letzten Jahren noch öfter adressiert irgendwie auf den unterschiedlichen Reisen und irgendwie Erfahrungen und Unterhaltungen, weil ich irgendwie einen starken Willen habe und oft starke Vorstellungen von wie die Welt und mein Alltag und meine Mitmenschen irgendwie zu laufen haben. Und oft passiert es mir, wenn das nicht nach meinen Vorstellungen läuft, dass ich so eine Art Widerstand entwickle und irgendwie so eine schlechte Laune kriege und meine, ja, Mitmenschen durch so eine passive, aggressive Art wissen lasse, dass mir das nicht gefällt, aber es dann nicht klar ausspreche. Und ich glaube, das könnte ich mal hinter mir lassen und dann versuchen, klarer zu kommunizieren, irgendwie was mir gefällt und was mir nicht gefällt, um darauf basierend das vielleicht dann auch wieder ins rechte Licht zu rücken und von guten Freunden nochmal ein Feedback zu kriegen, dass ja der Kram, um den ich mich gerade drehe, total, ja, Schwachsinn ist. Ja, genial. Und jetzt ist mir noch einer ins Auge gestochen, und zwar: Was hast du heute gelernt und kannst sofort in deinem Alltag anwenden? Also ich habe gelernt, dass es einfach Spaß macht, mich mit dir zu unterhalten. Das wusste ich auch schon vorher, das ist eigentlich keine neue Erkenntnis. Aber das auch, wenn die Kamera läuft und Licht vor uns steht. Und dass es auch noch Spaß macht und dass man das vielleicht auch mal öfter machen kann. Ich glaube, ich werde jetzt nicht meinen eigenen Podcast gründen, aber ja, ich werde vielleicht offener sein, solche Einladungen mal öfter anzunehmen von dir oder anderen Menschen, weil es einfach, glaube ich, auch Spaß macht, so ein bisschen, ja, nach außen zu kehren und zu reden, ne? Weil viele Gedanken sind dann nur im Kopf drin, und wenn man sie ausspricht, dann hat man für sich ja auch wieder neue Erkenntnisse erlangt und einfach, ja, weiterhin öfter über die Themen reden, die einen bewegen und interessieren. Ja, total super, weil das bringt mich jetzt gleich dazu, den Zuhörern und den Zuschauern zu sagen: Wenn euch das jetzt gefällt, was wir hier machen, und ihr mehr davon wollt, dann teilt das gerne. Im Gegensatz zu Nico bin ich auf Instagram, gerne mit @flowgrade auf Instagram oder auf Facebook oder auf per E-Mail einfach an die max.gotzler@flowgrade.de, und sagt wirklich, gibt Feedback, sagt, hey, das war super interessant, macht das gerne wieder, und dann machen wir das öfters, ganz einfach. Und jetzt, wenn du auch noch interessiert bist an den ganzen Links und den Informationen, die wir im Podcast geteilt haben, dann schau gerne auf die Shownotes auf flowgrade.de/, und ich sage jetzt einfach mal Mann. Wir sagen einfach mal Mann. flowgrade.de/Mann, M-A-N-N, und dort findest du die Shownotes hier zum Interview mit Nico und zum Männercamp. Die Infos findest du auch auf makeitcount.co. Und ansonsten freue ich mich bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wiedersehen oder wieder hören, oder ihr mich zumindest. Jetzt habe ich mich wirklich verhaspelt. Trotzdem, ich wünsche euch einen wahnsinnig schönen Tag oder Abend oder Morgen. Nico, du hast das letzte Wort. Danke, schönen Feierabend. Go for Flow. Na, jetzt hatte doch ich das letzte Wort. Unglaublich. Okay, ich muss wieder üben. So, das war's mit dieser Podcast-Folge mit Nico Richter. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Und bevor ich ausschalte, hier noch kurz die Infos zu unserem Sommer im Flow Podcast Gewinnspiel. Denn während des Buchschreibeprozesses habe ich so einige Episoden aufgenommen und nicht veröffentlicht, hauptsächlich zur Buchrecherche auch. Und diese kommen jetzt im Sommer. Es handelt sich um 12 tolle Episoden, und in jeder von diesen findest du eine Frage.
Und mit den Antworten kannst du unser Sommer im Flow Kreuzworträtsel lösen und dann am Ende, am 12. Oktober, die Lösung einsenden und mitmachen und eine Biohacker-Box im Wert von 366 Euro, genauso viel Euro wie Tipps in meinem neuen Buch, gewinnen. So, und jetzt kommt die allererste Frage, und zwar zu Beginn dieser Folge habe ich ein Syndrom erwähnt. Und zwar, es handelt sich um ein Syndrom in der Psychologie, nachdem sich Betroffene massiv überfordert fühlen und nicht ihren eigenen Ansprüchen genügen. Wie nennt sich dieses Syndrom? Die Antwort dazu kannst du gleich eintragen in das Kreuzworträtsel und dieses findest du auf flowgrade.de/Gewinnspiel2020. Ich wiederhole, das Kreuzworträtsel, wo du die Antworten eintragen kannst, findet sich auf flowgrade.de/Gewinnspiel2020. Also viel Glück, viel Erfolg, viel Spaß beim Podcast hören und bis zum nächsten Mal. Ich bin Max Gotzler, go for flow.